Hallo Leute und herzlich willkommen zu My Little Blacksmith Shop. Schon wieder ein anderes Spiel? Ja, tatsächlich. Ich habe mir überlegt, das ist doch eigentlich ganz cool. Nach Megabyte Punch 2 Folgen und Castaway Paradise 2 Folgen machen wir doch einfach weiter und gucken uns andere Spiele 2 Folgen lang an, die vielleicht ein bisschen unbekannter sind. Aus der Indie-Szene, sowas in der Richtung zum Beispiel. Wir haben ja eine Pre-Alpha-Version von My Little Blacksmith Shop und dann gucken wir noch mal, was hier geht. All prices are average. Customers are patient. Bla bla. Ja, okay. Individual resources respawn every in-game 24 hours. Day cycle 25 Minuten. Alles klar, los geht's. Wir gucken jetzt hier mal rein. Vielleicht sind da ja richtige Perlen mit dabei. Wo wir dann hoffen können, dass sie vielleicht mal groß werden. Oh. It's like a little bit of... Wow. Wow, 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 wow. Warte mal. Erstmal. Keep. Warte mal kurz. Ja, sieht doch noch vernünftig aus. Gut. Ich will da schon. So viel schon mal dazu. Window-Modus. Ja. Jetzt möchte ich allerdings ganz gerne noch. Die Maus-Sensitivität ist 35. Hab ich was in der Maus rumgespielt? Nee. Das ist ja unfassbar krass gewesen. Safe. Das ist schon wieder ein bisschen zu langsam. Also ihr könnt ruhig noch ein bisschen... Muss noch gefeilt werden. Funktioniert wohl irgendwie mit der Unreal Engine? Wow, Alter, leck mich hart am Sack. Okay. Medium. Accept. Graphics. Haben wir noch irgendwas? Ah, okay. Right click to pick up parts and drop on top of each other. Rechtsklick Sachen aufheben und dann kann man die übereinander stapeln. Okay. Place ingots on forge, turn on forge, wait for your ingots to be heated. Press Z default. Okay. Ja, lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Bad. Das Käse. Haben wir irgendwas? Nee. Okay. Was ist das denn? Ah. Ist aber unordentlich. Oh, cool. Das. Shop closed. Das sind Blaupausen. Und die Blaupausen her, ja? Kann man die Sachen irgendwie ein bisschen noch drehen oder so? Oh. Können wir ein bisschen schneller rennen? Nee. Da bleibt man da dran. Brauchen die Anleitung. Lass die Anleitung mitnehmen. Die legen wir erstmal dahin. Dann können wir die immer wieder aufheben. Warte mal. Okay, lass die da hinlegen. So. Place ingots on forge. Ingot. Ranziehen mit der Maustaste on forge. So. Turn on the forge. Left click. Nee. Muss ich es reiben? Das ist nicht die Forge. Place all our ingots, grips, gods. Don't get it. Wir müssen ziehen. Steuerung linksklick kann ich zuhauen? Nee. Man weiß es nicht. Okay, zweite Anleitung. Steht da dann drauf. Okay. In einem Monat kommt die Steuer. Right click to pick up parts and drop on top of each other on a table to combine them. Vendor compress, bring the combined weapon to the customer.
Ja, okay. Aber ich will doch jetzt erstmal das Eisen schmelzen. Ich will erstmal überhaupt was machen. Bellow. Was bedeutet dieses Wort? Was ich noch nie gehört habe in meinem ganzen Leben. Komm schon, dict.cc. Lass mich nicht im Stich, Bellow, brüllen. Ja, okay. Brüllen. Hat gut geklappt. Puh, also Performance ist was anderes, sag ich mal. Wenn drauf rumkloppen, so. Geht irgendwie nicht. Versteh's nicht. Erklärt mir das Spiel. Great Hammer. Guck mal. Ist ja nur eine Pre-Alpha. Vielleicht kann man hier noch gar nicht schmelzen. Das wäre natürlich ziemlich schwach. Das brauchen wir dann ja noch nicht mal in der Pre-Alpha veröffentlichen. Pull Arm Grip. Okay. Huch, lass den hier mal nehmen. Obwohl eigentlich dürfen wir das ja nicht zerstören können. Das ist ja nicht heiß genug. Ein bisschen Sound im Spiel wäre auch cool, oder? Wie geht's denn? Main Menu. Ah, Bug Report, Graphics, Options. Music Volume, Brain FX. Okay, mehr gibt es noch nicht. Muss ich das weiter reintun? Bellow, Lift, Click. Ja. Kenn ich. Okay. Ist das jetzt heiß? Oder wird das noch heiß? Ich kann das doch nicht mit der Hand anfassen. Oh. Weiter. Ich meine, das ist jetzt geheatet. Okay. Jetzt kann ich es hauen. Ding. Mal gucken, was dabei raus. Oh. Shortblade. Hey. Okay, null Damage. Okay. Also in Ordnung. Warum auch immer da genau jetzt ein Schwert bei rauskommt, aber. Komm, wir hauen mal noch weiter drauf. Oh. Boah, guck mal. Das sieht jetzt anders aus. Bam. 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 Ah. Das ist ja cool. Okay. Nee, komm her. Nein, mitnehmen. Halt. Kann man das hier irgendwie, kann man das drehen? Maustaste, nein. Steuerung, Umschaltmaustaste. Also Mausrad, wenn ich will. Alt, nein. Y. Z. O. O. Okay. Wir wollen jetzt hier erstmal irgendwas bauen. Aha. Müssen wir das noch abkühlen. Nice. Und theoretisch müssen wir es jetzt erstmal noch schleifen. Showstats. 0000. Okay, haben wir irgendwo ein Schleifding. Lass das mal hier drauf tun. So. Okay, ich beginne also das Spiel zu verstehen. Das ist ja schon mal was. Sachen übereinander tun zum Kombinieren. Stand da. Oh. Da ist es hin. Copper Short Blade. Ja. Nicht unter den Tisch, auf den Tisch rauf tun. Ah. Guck, das war ein Einhänder. Okay. Haben wir jetzt Stats oder so? Nee, ne? Okay, lass den Laden mal aufmachen. Shop closed. Klick. Left click. Das ist eine Shop immer noch closed. Click sign to open close the shop. Left click. Ah, da jetzt Shop open. Ah.
Ich habe dir ein wunderbares Schwert. Ja, das müssen Sie kaufen. Den Plan nehmen wir mal mit. Also es ist gerade schwierig zu laufen, warum auch immer. Ich werde durch irgendwas blockiert. Ups. So. Kommt hier überhaupt jemand? Oh, da hinten läuft jemand. Oh. Click me. Enter Shop, ne. Okay. Dwarfs. Epic. Oh. Dwarfs. Epic. Loot Shop. 20. Nur 13 bitte. Dann. Okay. Tja, und nun? Warten wir auf die ersten Kunden. Oh, da kommt jemand. Hallo, bist du mein Kunde? Warum hast du einen rosa Bart, lila Bart, pinken Bart? Hello. Here to pick up that copper pole arm. Ja, möchte ich dir ganz gern geben, ehrlich gesagt. Ups. Ja, take it. Here to pick up that copper pole arm. Das hier irgendwo drauf? Nee. Ein copper pole arm? Nee, auch nicht. Lass mal heiß machen hier. Noch Z. Election. Ich kann es nicht wählen. Pfeiltasten, W, A, nein, bin ich. Es tut mir leid, Dude. Ich möchte ja gerne das Ding geben, aber irgendwie willst du es nicht. Ja, muss ich hier irgendwie draufklicken? Hier auf dich klicken? Ja. Nein. In dich reinklicken. Take this. Versteh's nicht. Mal gucken wir da jetzt nach den 50 Sekunden. Ach, warte mal, ist da vielleicht nicht aus Kupfer genug? Ich lasse das mal hier liegen. Nehmen wir den heißen Ingot und packen ihn nochmal oben drauf. Hopp. Ist er jetzt aus Iron? Klick. Nein. Copper meine ich. Nee. Was lässt da hier liegen bleiben? 11 Sekunden noch, 10 Sekunden. Ui, Mini. Oh, spannende Musik. Ui. Das haut einfach ab. Tschüss. Okay, wir lassen wir noch ein bisschen Controls. Run, Equip. Oh, mit E kann man equipen, okay. Radialmenü mit Z, ja, das habe ich schon rausgefunden. Crouchen kann man auch, das wäre toll. Dann suchen wir. Spacebar, man kann springen. Aha, Control und Alt kann man es modeln und mit Control halten kann man es pitchen, okay. Hold, throw and interact mit Left Mouse. Ja, ging nicht. Nur mit dem ich interacten. Da können wir erstmal noch ein bisschen hier mit der Steuerung vielleicht klarkommen. So, das jetzt hier.
Ah, guck mal, wenn ich jetzt Alt gedrückt halte, kann ich es jetzt so ein bisschen drehen. Mhm. Klar. Auf die Auslage, zack. So, ja, okay, springen habe ich jetzt auch gecheckt. Das. Erase. Klick. Kommt gleich der nächste. Aber vorher gucken wir jetzt hier nochmal rein. Vielleicht hätte ich es equippen müssen. Oh, hi. Next mal, der Needle Copper Pickaxe. Okay. Radialmenü. Wo ist das Radialmenü? Ich kann das Radialmenü nicht mehr aufmachen. Oh, doch jetzt. Jetzt muss ich es mit Y aufmachen, nicht mehr mit Z. Achso, weil ich auf englische Tastatur gestellt habe, deswegen. Okay, deutsche Tastatur, no selection. Das geht nicht. Das Radialmenü ist kaputt. Scheiße, ey. Das ist so unfassbar. Left click to interact. Left click. Nein, bleib hier. Bleib hier, du Assi. Boah. What nu? Ich hier vielleicht auswählen, was ich bauen soll? Hier ist aber auch keine Pickaxe drauf verzeichnet. Ne? Equip. Equip ist nicht. Das da auch nicht. Kann ich das hier equippen? Auswählen und E. Geht nicht. Kann's nicht equippen. Das equippen? Nein, kann ich auch nicht. Wir haben gleich keine Kopfhörer-Ingots mehr. Oh. Mhm. Ist eine Schmelze. Interessant. Da kommt ein Nährerkunde. Ah, lass mich doch durch. Scheiß Zaun. Ich komme. So ein alter Zwerg wie ich. Ist auch kein Dietzug mehr. Hallo. Give me a copper pickaxe. Ja, würde ich gern. Vielleicht was ich dir aus der Auslage geben könnte oder so. Great Hammer. Muss ich mal kurz in die Anleitung gucken, mein Freund. Ups. Parts Selection. Ja, das hat nicht funktioniert. Okay. Zack. So. Nein, Rechtsklick zum Nehmen. Hier drauf tun. Und dann Z. Und dann soll ich das angeblich. Das geht aber nicht. Ich muss mindestens ein Ingot hier drauf haben, stand da. Oh Gott. Press Hold. Okay. Remove the ingots and place them on the anvil. Press and hold Z to open parts selection. Okay, haben wir gemacht, hat nicht funktioniert. Highlight the desired part. Must have at least one ingot on the anvil. Hat nicht funktioniert. Click on the heated ingot until they change shape. Drop your new weapon head in the oil. Bring it on the crafting table. Okay, das ist Öl, kein Wasser. Ja, aber okay, aber. Zu Freund. Z geht nicht. Invil geht nicht. So, nochmal heiß hier. So. Nochmal hier drauf. Zack. Ja, richtig drauf tun. Zack. Hey. Das ging doch gerade eben besser. Alter, willst du mich hier verarschen? Jetzt ist schon wieder abgekühlt. Kacke. Ja, okay, dann muss ich der Herr halt. Oh, you feel tired. Okay. Was ist denn das cold? Das sieht doch super heiß aus. Jetzt ist es heated. Ah. Okay, heated.
Werkzeug. Jetzt kann ich Z. Ah, Blade. Ich will auch kein Blade. Nein, kein Blade draus machen. Ich kann das nicht. Freund, oh, ist schon wieder aufgegangen. Na gut, dann machen wir den Shop wieder zu. Kann ich den Käse essen? Nee. Sleep. Tag 2. Sehr interessant, sehr interessant. Die Frage ist jetzt allerdings... Kann ich das irgendwie öffnen? Ups. E. F-Click. Nee. Schöne Piss. Versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Gehen wir mal die Tür auf. Gehen wir mal raus. Okay, was hat denn hier das Schild? Nix. Weiß nach dort. Alles klar. Vielleicht brauche ich erst die Blaupause dafür oder so. Ist ein Tor. Lass uns hier durchgehen. Weg ist zu Ende. Irgendwas sagt mir auch, dass hier gleich das Spiel zu Ende ist. So gefühlt. Ja. Okay, wir haben den Kupferhammer. Wir könnten uns wahrscheinlich irgendwo dann rohes Eisen kaufen. Oder bestellen oder so. Um dann neue Ingots zu produzieren in unserer Schmelze, die wir dann zu Werkzeug weiterverarbeiten können. Okay, cool. Dafür brauchen wir Geld. Geld bekommen wir, indem wir Sachen verkaufen. Aber wenn die bloß Sachen haben wollen, die ich nicht produzieren kann, ist das doch scheiße. Kommt er wieder? Der will bestimmt wieder seine Pickaxe. Ja, Kumpel, ich würde gerne die Pickaxe produzieren, aber geht halt nicht. Der Shop ist ja eh closed, von daher. Ich muss jetzt hier erstmal rausfinden, wie das funktioniert. Kann ich die Uhr stellen? Kann ich die Uhr nehmen? Nein. Don't get it. I don't get it. Oh, vielleicht war's nicht. Vielleicht ist es nicht viel genug dafür. Das könnte doch sein. Mal, lass mir das Blade da weg. Wo ist denn hin? Da. Copper Ingot. Zack. Dann nehmen wir mal 2. Gucken wir, was mit 2 passiert. So, schön anheizen. Jetzt ist es heiß. Zack. Jetzt komm mal her. Zack. Z. Ah, guck an. Blunt. Aber das ist ein Blunt. Lass einfach draufhauen. Ja. Sound, Junge. Small Hammerhead. Hammerhead 2. Noch ein Hammerhead. Noch ein Hammerhead. Ah. Okay. Interessant. Woher soll ich wissen, dass da jetzt ein Hammerhead bei rauskommt? Gut, abkühlen. Upp. Dankeschön. Gut, und ich würde dann sagen, wir probieren jetzt mal 3 aus. So. 3. Hier hinten noch was in den Kisten drin? Nee. Alles leer. Alles leer. Okay. Und habe ich eins runtergeworfen? Ups. 2. Und noch eins. Noch 3. Jetzt müssten wir. Oh. Large Axes, Large Blunts, Large Blades. Large Blunt. Okay, ein großer. Land.
Boah, da kommt ein richtig dicker Hammer bei raus. Cool. Okay, da passiert nichts. Der bleibt halt einfach so. Quality 0. Okay. Kann man die vielleicht mehrfach aufheizen? Und dann mehrfach drauf rumprügeln? Er ist aufgeheizt, okay. Ja, Mann. Nee, bringt nichts. Gut. Können wir den jetzt hier kombinieren mit irgendwas? Zack. Oh ja, nice. Oh. Können wir den jetzt selber ausrüsten? E. Equip with E geht nicht. Okay. Ja, jetzt stellt sich mir die Frage. Okay, das wissen wir jetzt schon mal. Wie kann man denn jetzt sich hier neue Ressourcen besorgen? Was ist das? Irgendeine Schriftrolle oder so. Okay, die Grundlagen, die haben wir jetzt schon fast raus. Ja, irgendwo ein Buch? Nee. Okay, dann gehen wir jetzt uns nochmal in der Stadt umgucken. Gehen wir nochmal dahin. Oh, hier ist ein Brunnen. Ah. Hallo, guten Tag. Was steht da? Partshop. Ah. Kann ich mit ihm reden? Nee. Kann ich mit dir reden? Auch nicht. Adventurer. Wo ist ein Zwerg? Ist nicht gerade schnell. Ich drücke schon auf Rennen, ja? Open the door. Oh, new face, welcome to my shop. Hallo. Ah, hier bekomme ich die Griffe für. Okay. Hier geht's wieder raus. Nee, raus will ich nicht. Wooden one hand grip, two hand grip und pole. Allgemeiner. Gibt es hier auch ein besser? Der hat ein Feuerchen. Oh, irgendjemand hätte den Zeug umgeworfen, habe ich das Gefühl. Okay, wie funktioniert das Kaufen? Ich möchte jetzt hier was kaufen. Ich möchte jetzt das kaufen. Guten Tag. Das. Der hat eine Kanone liegen, geil. Ich kann das kaufen. Es ist verschwunden. Moment. Steht ja nicht mehr da, wie viel die Dinger kosten, ne? Okay, mal gucken, wir haben jetzt 21. Jetzt gehen wir raus. Ich hab's ihm einfach geklaut. 20. Nur noch 20, okay. Wupp, weg damit. So, raus hier. Und wieder rein. 18. Ah, okay. Alles klar, wird also automatisch bezahlt, wenn wir raus und reingehen. Gut. Ja, wir starten dann gleich nochmal neu. Wenn wir herausgefunden haben, wo wir denn noch Eisen holen können. Was ist das? Kann ich das benutzen? Ne, ist einfach bloß Deko. Klar, da oben war noch ein Haus, da können wir mal hingucken. I used to be an adventurer, but I took an arrow to the knee. Und seitdem bin ich Schmied. Denn ich weiß, wie man schmiedet. Hallo, guten Tag, was ist das denn hier? Hallo, Miss Fioritäre. Open House. Oh, ein leeres Haus. Tatsächlich. Nee, das will ich nicht. Ich
möchte doch nur wissen, wo man hier noch so Kupfererz und so herbekommt. Die sehen schon ein bisschen hässlich aus, die Leute, oder? Also selbst für diesen Low-Poly-Style hässlich. Muss man schon mal sagen. Ansonsten, ja, ist schon mal ein guter Anfang. Guck mal, Pre-Alpha 0.0.8.82. Also da ist jetzt dafür schon mal ein ganz okayer Anfang, sag ich mal. Okay, den Partshop, den haben wir jetzt ja schon entdeckt und das Lehrerhaus auch, aber wo? Bekomme ich jetzt mein schickes Eisen her? Das ist die Frage. Ich würde sagen, das versuchen wir noch rauszufinden. Oh, guck mal, das ist ein Pferd. Das versuchen wir noch rauszufinden und dann, tja. Ach, kann das sein, dass wir hier mit unserem Pickaxe bauen müssen? Und dann können wir das hier irgendwie vielleicht wegbuddeln, das Zeug. Na gut, okay, alles klar. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich will euch jetzt hier nicht weiter damit nerven. Wir gucken uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir uns das Spiel nochmal ein Stückchen weiter an. Und dann könnt ihr mal, wie immer, in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel empfandet. Boss Following. Hui! Hui! Ja, Mann! Alter! Das Pferd läuft! Abbiegen, abbiegen! Nein, 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 nein! Oh, das war zu viel! Junge, Junge, ey, das geht voll ab! Hat mein Pferd auch einen Rückwärtsgang? Ja, das tatsächlich. Okay. Also, wie gesagt, Leute, right click to dismount. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt My Little Blacksmith Shop. Macht's gut, bis dahin und schausen!